persönlich habe mich dagegen entschieden. Natürlich lebe ich mit der Angst, dass es abgestoßen werden kann. In dem Fall geht es mir vor, dass ich in Ruhe und Frieden sterben kann, als dass jemand anders eventuell meine Organe kriegen könnte. 2 Gegensätze und 10 Fragen rund um Organtransplantation. Nordkirchen bei Münster. Wir treffen Claudia. Auf den ersten Blick eine ganz normale Frau. Doch dass sie uns so quietschfidel empfängt, grenzt an ein Wunder. Claudia ist Organtransplantierte. Sie lebt mit einer Spenderlunge und das bereits seit 8 Jahren. Seit Kindesalter leidet sie unter Mukoviszidose, eine unheilbare Stoffwechselerkrankung, die verschiedene Organe angreift. In ihren schlimmsten Zeiten hatte Claudia nur noch 12% Lungenvolumen, war an Rollstuhl und Sauerstoffgerät gebunden. Es war klar, ohne Spenderorgan wird sie nicht überleben. 2 Jahre und 3 Monate hat Claudia auf ihre Lunge gewartet. Hast du dir manchmal gewünscht, dass anderen etwas zustößt, damit du ein neues Organ bekommst? Ich habe halt an einer großen Straße gewohnt, an einer Hauptstraße. Da fuhren immer ganz viele Motorradfahrer vorbei. Und da habe ich tatsächlich mir gewünscht, dass da einer von diesen dabei ist, der mir quasi ein Organ spenden könnte. Und von daher hat man tatsächlich diesen Gedanken gehabt. Auch wenn er vielleicht nicht so nett ist, aber es war mein Gedanke, ja. Die Zeit des Wartens war schwer. Für Claudia, ihren Ehemann, ihre Familie. Wer auf der Warteliste steht, muss jederzeit erreichbar sein, darf das Land nicht verlassen, muss gesund bleiben. Mit einem Infekt darf nicht operiert werden. Um 4:01 Uhr am 20. März 2012 veränderte sich dann alles. Der Moment, als der Anruf kam, ja, da habe ich geschlafen tatsächlich. Der kam nämlich mitten in der Nacht. Und dann haben sie mir gesagt, dass sie ein Organangebot haben. Und dann fing die Knie voll an zu zittern. Ich so, oh Gott, es geht tatsächlich jetzt los. Dieser Anruf kam gerade. Als Organtransplantierte darf Claudias Immunsystem nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark werden. Sonst wird das fremde Organ vom Körper abgestoßen. Deswegen muss sie täglich 40 Tabletten schlucken. Dennoch ist Claudia dankbar für ihr neu geschenktes Leben. Sie weiß aber auch, ohne ihren Spender hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt. Wir fragen uns: Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du nur überlebt hast, weil jemand anderes gestorben ist? Also ganz wichtig, es ist ja niemand anderes für mich gestorben. Deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich. Ich bin einfach nur froh, dass derjenige sich für die Organspende entschieden hat und damit mir und noch vielleicht anderen Leuten ein Leben geschenkt hat. Diese Hoffnung haben derzeit ca. 9.500 Menschen deutschlandweit. Sie warten auf ein Spenderorgan. Doch für viele ist das Thema Organspende nach wie vor zu weit weg. Oder sie haben Angst davor. Wir treffen den 27-jährigen Nikolai aus Hamburg. Auch er besitzt einen Organspendeausweis. Allerdings steht da explizit drin, dass er seine Organe nicht spenden will. Warum bist du gegen Organspende? Also ich bin ja nicht gegen Organspende. Ich habe nur für mich entschieden, dass ich persönlich nicht als Organspender zur Verfügung stehen werde, weil für mich die Definition vom Tod damit zusammenhängt, dass sowohl Körper als auch Geist als auch Seele sterben. Und die Definition des Hirntodes deckt eben nicht alle diese 3 Bereiche ab, sondern eben nur den Hirnpart, nur den Geistpart. Und deswegen habe ich mich gegen Organspende entschieden. Angst davor, während der Organentnahme aufzuwachen, hat Nikolai nicht. Für viele ein Grund, nicht zu spenden, die Horrorvorstellung von zu früh ausgeschalteten Maschinen oder dem Missbrauch von Organen. Was uns zu der Frage führt, sind solche Ängste berechtigt? Wie läuft so eine Organtransplantation eigentlich ab? Wie wird sichergestellt, dass der Patient wirklich tot ist? Damit eine Organentnahme überhaupt in Frage kommt, müssen 2 Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Also den unumkehrbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktion. Organe werden nur entnommen, wenn ein Organspendeausweis vorliegt oder die Angehörigen ihre Zustimmung geben. Anschließend werden die Daten des Spenders an Eurotransplant übermittelt. Die sind verantwortlich für die Zuteilung von Spenderorganen. Claudia lebt seit 8 Jahren mit ihrer Spenderlunge. Ist das nicht befremdlich, Teile eines anderen Menschen in sich zu tragen? Es fühlt sich an, als wäre es meine Lunge, ganz ehrlich. Ich fühle nicht, dass das irgendwas Fremdes ist. Ist vielleicht auch gut für den Kopf, weil ich dann psychisch besser damit klarkomme. Das Gefühl im Körper stimmt, seit dem ersten Atemzug. Also das war unbeschreiblich, das werde ich auch nie vergessen, diesen ersten Atemzug. Seitdem feiert Claudia zweimal im Jahr Geburtstag. Ihren normalen und den Tag ihrer Transplantation. Sie zeigt uns Videos von damals. Der Clip entstand einen Tag nach der OP. Ich lebe noch, wie ihr seht. Es ist der 22.3. heute. Und mir geht's gut. Organspende in Deutschland ist hoch anonym. Die Empfänger wissen nichts über ihre Organspender. Das führt uns zu unserer nächsten Frage. Würdest du gerne wissen, wer dein Spender war? Ich sag mal so, ich weiß, dass es eine Frau ist. Ich habe mir für mich selber ein Bild gemacht, im Traum, wie sie aussieht. Dass sie eine kleine, schlanke, zierliche Person ist, blonde Haare und Nina heißt. Und das ist für mich so dieses Bild, was ich jetzt im Kopf habe. Das Leben nach einer Transplantation ist mit viel Disziplin verbunden. Täglich Tabletten. Dinge wie rohes Fleisch oder Pilze sind verboten aufgrund von Keimen. Auch Menschenmassen oder der Besuch im Schwimmbad sind nicht ungefährlich. Doch die Alternative wäre, gar nicht mehr zu leben. Was sind da schon ein paar Regeln? Vierteljährlich muss Claudia zum Arzt. Zeit für die nächste Frage. Bist du eigentlich selbst Organspender? Ob ich selber Organspender bin? Na klar. Es ist mir halt einfach wichtig, dass ich auch irgendwie was wiedergeben kann. Ich werde zwar nicht meine eigene Lunge mehr spenden können, aber ich habe ja trotzdem noch andere Organe. Herz, Niere, Leber. Solche Spenderorgane vermittelt Eurotransplant. 8 Länder sind Mitglied. Sobald ein Spender gefunden ist, werden die Merkmale in die zentrale Datenbank aufgenommen. Ein Computerprogramm gleicht die Daten der Spender mit denen der Patienten auf der Warteliste ab und ermittelt so die Empfänger. Hier entscheiden medizinische Kriterien. Im Vordergrund stehen Dringlichkeit und die Erfolgsaussichten für den Patienten. Doch nicht jeder ist bereit, nach dem eigenen Tod seine Organe zu spenden, wie Nikolai. Doch was ist eigentlich im umgekehrten Fall, wenn Menschen wie er selbst mal auf ein Organ angewiesen sind? Würde er eine Organspende annehmen? Also im Moment würde ich sagen, eher nicht. Also würde ich eher nicht annehmen wollen. Und zwar gar nicht, weil ich was dagegen habe, mir ein anderes Organ einpflanzen zu lassen, sondern wegen der ganzen Komplikationen, die damit in Verbindung stehen. Auf der anderen Seite, wenn es soweit ist, keine Ahnung, ob ich mich dann nochmal umentscheiden würde, ich weiß es nicht. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann ein Nein. Aus Angst vor Komplikationen betritt Claudia das Krankenhaus nie ohne Mundschutz. Zu groß ist die Gefahr, sich anzustecken und damit eine Abstoßung auszulösen. Alle 3 Monate kontrollieren die Ärzte Claudias Lungenwerte und ob es Anzeichen einer Abstoßung gibt. Ja, jetzt werde ich gleich sehen, wie gut meine Lungenfunktion noch ist. Ich hoffe, dass sie so stabil ist wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass sie vielleicht auch besser ist. Aber ich wünsche mir nicht, dass sie schlechter ist. Wir werden es gleich sehen. Immer wieder bangen. Andere Patienten, die zeitgleich mit Claudia transplantiert wurden, sind teilweise schon verstorben oder brauchten eine Retransplantation. Doch Claudia kann aufatmen. Der Test ist positiv, der Zustand ihrer Lunge weiterhin stabil. Mich erleichtert. Auch die nächsten Untersuchungen verlaufen positiv. Claudia kann bald ihren 8. Lungengeburtstag feiern und das nur dank ihres Organspenders. Deshalb fragen wir sie, findest du, Organspende sollte zur Pflicht werden? Ganz klar, ja. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn die Widerspruchslösung durchgekommen wäre. Dann hätten alle Leute, wären ja quasi automatisch Spender gewesen, nur die, die nicht wollten, hätten ja widersprechen können. Das haben wir leider nicht, jetzt haben wir doch wieder die andere Lösung. Auch Nikolai hat sich mit dem Thema Organspende befasst, sich aber für Nein entschieden. Trotzdem hätte auch er eine Widerspruchslösung gut gefunden. Wir wollen von ihm wissen, findest du deine Entscheidung nicht irgendwo auch egoistisch? Klar ist das ein Stück weit egoistisch, wenn ich sage, ich gebe Organe, die ich selber ja nicht mehr brauche, stelle die nicht jemandem anderen zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist es immer noch eine Spende und ich glaube, mir ist es wichtiger, dass meine Familie in Ruhe von mir Abschied nehmen kann, diesen Prozess miterleben kann. Und für mich persönlich überwiegt aber eben meine Entscheidung, in Ruhe und Frieden sterben zu wollen, vor dem Mitgefühl mit komplett fremden Menschen. Zurück zu Claudia. Auch Sport ist Pflicht in ihrem neuen Leben. Sie muss ihre Lunge fit halten und sie regelmäßig herausfordern. Jahrelang atmet Claudia jetzt schon durch ein fremdes Organ. Wirkt sich das auch auf den Charakter aus? Hast du dich verändert nach deiner Transplantation? Oder was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass ich plötzlich andere Dinge mag. Ich mochte zum Beispiel früher keine Paprika. Ich konnte die nicht mal einkaufen und anfassen und so. Und heute verzehre ich die quasi jeden Tag, weil ich sie einfach nur noch liebe. Seit ihrer Transplantation lebt Claudia schneller, ist egoistischer geworden, stellt ihre Bedürfnisse vor andere. Denn sie weiß, ihr Körper wird sich irgendwann gegen ihre Lunge stellen. Wie lebt man, wenn jeder Tag der letzte sein könnte? Natürlich lebe ich mit der Angst, dass es abgestoßen werden kann. Aber ich versuche es trotzdem ein bisschen zu verdrängen, um mir nicht ganz so den ganzen Tag den Kopf darüber zu machen. Aber ich weiß, dass es irgendwann dieser Fall sein wird. Doch bis dahin bleibt Claudia positiv und genießt ihr Leben. Und wir wünschen ihr auf jeden Fall noch ganz viele weitere Lungengeburtstage.